Hi, mein Name ist Max, ich komme aus Neuss. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hier ist die 8. Folge Maxim Interview und wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Hi Maxim, hier ist Pascal. Meine Frage ist, ich habe gesehen, dass du in letzter Zeit sehr viele Maxim Classic Videos gedreht hast und ich auch in den Kommentaren gelesen habe, dass viele Leute sich den Song Hardcore Vibe wünschen. Nun frage ich mich, wärst du überhaupt dazu bereit, diesen Song in ein Video zu packen, da er ja eigentlich in die Schiene Battle Rap passt, wo du auch ein paar Ausdrücke sagst. Und weil ich finde, du machst ja in letzter Zeit halt diese Gefühlsschiene und was mir natürlich auch gefällt. Aber wie wär's mal wieder mit einem Battle Track? Würde mich sehr freuen. Was sagst du dazu? Vielen Dank für deine Videofrage. Du hast recht, in letzter Zeit habe ich immer mal wieder Maxim Classics gemacht, um alte Lieder vom Album Geistesgeil ein neues Gesicht zu geben. Und wie auch ich mich im Laufe meines Lebens natürlich verändere, so verändert sich auch meine Musik. Aber es gab zum Beispiel in letzter Zeit noch den Song In den Augen deiner Mutter, der auch ein Battle-Track ist. Für eine videotechnische Umsetzung von Hardcore Vibe fehlt mir leider die entsprechende Hauptdarstellerin. Leider oder Gott sei Dank habe ich zu solchen Mädchen keinen Kontakt mehr. Deswegen wird es zu Hardcore Vibe mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit leider kein Maxim Classic geben. Aber Rap ist in mir und es wird in Zukunft noch einiges Rap-mäßiges kommen. Hi Max, ich bin Yukiko und ich wollte dich einfach mal fragen, wie du darauf gekommen bist zu rappen. Hi, vielen Dank für deine Videofrage. Ich möchte gerne etwas weiter ausholen. Musik im Allgemeinen ist ja dafür da, Stimmungen festzuhalten oder nochmal zu reflektieren. Dadurch verbinden wir gewisse Situationen und Erlebnisse in unserem Leben mit gewissen Liedern. Irgendwann gab es dann in meinem Leben Situationen und Erlebnisse, zu denen es nicht das passende Lied gab. Deswegen habe ich angefangen, meine eigenen Lieder zu erschaffen. An Rap hat mich fasziniert, dass da besonders viel Text in einen Song passt. Außerdem liebe ich Wortspiele und an Rap hat mich immer die Technik extrem fasziniert. Für viele Leute sind Rap und Gesang zwei Paar Schuhe. Für mich ist Rap einfach schneller Gesang und Gesang melodiöser Rap. Deswegen gehört Rap für mich zur Musik ganz genauso mit dazu wie alles andere auch und es war nur eine Frage der Zeit, bis es dazu kommt. Hi, mich würde es mal interessieren, was das für ein Gefühl für dich war, als du dich das allererste Mal hast singen hören. Also jetzt nicht so normal, wie wenn du dich halt singen hörst, sondern vom Tonträger, also von der CD, vom Computer, wie auch immer. Sich selber zu hören oder sich selber zu sehen, ist immer ein komisches Gefühl. Vor allem, wenn es nicht unmittelbar ist, so wie ich mich gerade sprechen höre, oder wenn man sich in einem Spiegel sieht, sondern auf einer Aufnahme. Aber es ist wie mit allem im Leben und wie mit diesem Video, irgendwann gewöhnt man sich dran und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Hi Max! Welche drei Dinge würdest du auf eine verlassene Insel mitnehmen? Vielen Dank für deine Videofrage. Jetzt wird's spannend. Zuallererst brauche ich einen großen Koffer. Da packe ich dann alles rein, was man so braucht. Zahnbürste, Zahnpasta, Unterwäsche, was zu lesen, Shampoo, Duschgel, Handtuch, Hosen, Pullis, T-Shirt, eine Kamera, Laptop, meine Brille, eine Banane, es sei denn, die wächst an den Bäumen, mein Handy, Ladekabel für mein Handy. Dann noch, das mit dem Koffer zählt wahrscheinlich nicht, oder? Ganz ehrlich, wenn ich mich auf drei Sachen festlegen müsste, dann wären das ein Stift, ein Blatt und die Möglichkeit, Beats abzuspielen. Denn auf einer einsamen Insel hätte ich im Moment am meisten Bock, neue Lieder zu schreiben. Hey Max, ich wollte mal eben fragen, könntest du mal bitte etwas zu meiner Idee sagen? Wie wär's, wenn du einfach mal Musiker mit Herz promotest und das ganz ohne Scherz? Würde mich ziemlich drüber freuen. Dankeschön. Oh ja, 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 yeah. Hallo, danke für die Videofrage. Du kriegst die Antwort, hör zu, was ich sage. Was du nicht wissen konntest, es gibt jetzt bald einen Contest. Okay, da kann sich jeder bewerben und Fame werden, bevor wir sterben. Also greif zu, das ist die Chance. Hier unten kommst du zu der Annonce. Einfach hier klicken auf das Video. Einfach klicken auf das Video. Einfach klicken auf das Video. Yeah. Hallo, danke für die Videofrage. Ich hoffe, du konntest verstehen, was ich dir sage. Eine Frage zurück an dich. Bist du glücklich? Yeah. Ich habe schon ewig viele Tracks in meinem Leben gemacht.
Ob gerappt, ob gesungen, alles ist dabei. Ich erinnere mich aber an den Track, der ging: Deine Augen sehen nicht, wie die Welt ist grau und tunnellicht. Deine Augen sehen bunt, tausend Farben sind für mich der Grund, nicht aufzugeben. Das war im Prinzip auch schon alles, was ich zu diesem Song beigetragen habe. So kann man viele Songs finden, wo ich mal einen Refrain gesungen habe oder einen Part gerappt habe, was allerdings nicht bedeutet, dass der auch auf einem meiner Alben drauf sein muss. Auf meinen bisher veröffentlichten Alben Domino Effekt, Geistesgeil, Ein kleiner Schritt und Es geht hoch sind die Songs drauf, wo ich auch den meisten Anteil dran habe. Leute, die von außerhalb nach Neuss kommen, bemerken direkt, dass Neuss eine sehr grüne Stadt ist. Bedeutet, wenn du willst, hast du überall in der Stadt Parkanlagen und Grünflächen. Und wenn man Bock hat auf Action, ist in Neuss auf jeden Fall immer etwas los. Was viele nicht wissen ist, in Neuss gibt es zum Beispiel die größte Ski-Indoor-Halle Europas. In Neuss werden Tempotaschentücher hergestellt. Neuss ist eine der ältesten Städte Deutschlands, wenn nicht sogar die älteste Stadt. Neuss hat den größten Landkreis Deutschlands. Neuss ist weltoffen und multikulturell. In Neuss gibt es auch eine Mao-Am-Fabrik. Neuss hat jetzt sogar auch sein eigenes Monopoly-Spiel, darüber gibt es sogar ein Video. Ihr findet den Link zu dem MakeSome-TV-Kanal, wo es oft um Neuss geht, unten in der Videobeschreibung. Was viele nicht wissen ist, Neuss hat sogar einen Hafen. 152.000 Einwohner und ist daher eine Großstadt, hat aber trotzdem noch den Charme einer kuscheligen Kleinstadt. Deshalb als Antwort auf deine Frage, ich liebe Neuss, Neuss ist meine Heimatstadt und ist nicht ohne Grund auch in meinem Künstlernamen. Ah ja, hatte ich fast vergessen, einer der erfolgreichsten, besten Untergrundmusiker kommt natürlich aus Neuss. Nein, Spaß. Aber ich liebe Neuss. Kommt vorbei, überzeugt euch davon. Hallo Max, mein Name ist Jana und das hier ist mein Muckefreak-Meerschweinchen Midi. Und wir beide haben uns gefragt, was denn dein Lieblingstier ist. Hey, vielen Dank für deine Videofrage. Eine gute Frage. Tiere sind ja die besseren Menschen und es gibt so viele davon. Wie jetzt zum Beispiel du und dein Meerschweinchen. Da gibt es so Hamster, Hasen, halt diese kleinen Nagetiere so. Die kann man natürlich ganz einfach in ihrem Käfig halten. Dafür habe ich aber immer das Gefühl, die binden sich auch nicht so wirklich an einen. Wie zum Beispiel Katzen oder Hunde. Wenn es darum geht, Katzen oder Hunde, wäre ich auf jeden Fall eher so der Hunde-Fan. Aber ganz ehrlich, dafür fehlt mir die Zeit. Im Moment zumindest noch. Vielleicht irgendwann, wenn ich dann Familie und Kinder habe, dann wird es soweit sein und vielleicht will ich dann gar keinen Hund mehr haben, weil ich dann Familie und Kinder habe. Aber du hast recht, es ist Zeit für mehr Tiere und deswegen habe ich mir jetzt einfach das neue Yps-Heft besorgt, weil da sind nämlich die Urzeitkrebse drin. Und Urzeitkrebse finde ich absolut spektakulär, ja, zu schauen, wie die sich entwickeln und wie die quasi aus dem Nichts entstehen. Hier sind einmal die Eier und das Futter und Futterlöffel und Lupe. Ich habe hier schon so ein kleines Behältnis und ich würde einfach vorschlagen, wir züchten jetzt zusammen mein Lieblingstier, Urzeitkrebse. So, hier sind einmal die Eier. Hier ist einmal das Futter. Und hier ist die Anleitung. Das heißt, wir brauchen einen halben Liter Wasser. Dann haben wir hier. Dann brauchen wir hier unsere Lupe und das kleine Löffelchen. Jetzt kommen die Eier dazu. Wir kriegen auf jeden Fall hier schon mal so ein bisschen was, damit sich schon mal Algen entwickeln können. Und jetzt muss man ein bisschen Geduld haben. Jetzt lassen wir das hier stehen. Dann gucken wir mal, vielleicht sind morgen schon ein paar Urzeitkrebse da. So, liebe Leute, das war's von mir mit einer neuen Folge Maxim Interview Folge 8 hier auf dem Infokanal. Ich hoffe, ihr habt wieder etwas gelernt und es hat euch Spaß gemacht. Diesmal war es ja ein bisschen chaotisch, aber öfter mal was Neues, ne? Und wenn ihr Fragen habt an mich, egal was, ob zu meiner Musik, zu meinem Leben, zur Welt an sich, dann postet sie entweder als Kommentar unten in die Kommentar-Section bei YouTube oder noch besser, weil einfach spannender, postet eure Videoantwort. Ja, postet sie einfach hier unten als Videoantwort zu diesem Video. Ich freue mich sehr. Werde jetzt noch diesen romantischen Sonnenuntergang genießen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, favorisieren und wie gesagt, eure Frage als Kommentar. Mein Name ist Max, ich komme aus Neuss. Bis Spider-Man.